Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich grüße euch. Ja, erstmal, bevor ich überhaupt mein Video gleich anfange, richtig, wollte ich nochmal sagen, das Ding von Action hier ist bei mir voll durchgefallen. Ich habe das auch schon gehört, ihr habt mir das schon in die Kommentare geschrieben, dass das bei anderen auch durchgefallen ist. Also erstmal muss man richtig doll drücken, da verbiegt sich das Ding schon halb. Und dann ist das auch so, dass er das nicht wirklich richtig stanzt. Ne, hier seht ihr mal, das ist, ne, also hier wollte ich Farmhouse schreiben. Ja, Butterfly hat er dann mal richtig geschrieben. Also hier hat er das gar nicht richtig geschrieben. Also das Ding kommt bei mir im Müll. Das war leider rausgeschmissenes Geld. Das wollte ich euch nur noch mitteilen, dass das bei mir völlig versagt hat. Und das schmeiße ich hier jetzt gleich im Müll. Vielleicht kann ich noch für ein anderes Gerät das gebrauchen. Aber das Gerät ist müllig. So, nun will ich eine Karte machen. Ein oder zwei Karten. Das überlege ich mir jetzt während des Videos. Und zwar mit dem Gnome-Set. Das ist total süß. Ich habe das direkt in England gekauft. Ihr könnt es aber, wenn ihr das gerne haben möchtet, entweder dieses Teil oder dieses Teil, dann kann ich euch sagen, Pedis Pappart. Sorry, ich muss jetzt einmal überlegen, weil ich das letztes Mal verkehrt aufgesprochen hatte. Ich hatte nämlich im Live gesagt, Pedis Paper Art, und das ist falsch. Sie heißt Pedis Pappart. Und sie hat das bei sich im Shop drin. Also ihr könnt das da bekommen. Und ich werde euch das verlinken unten im Video. Da könnt ihr dann auf die Links klicken und dann kommt ihr direkt in Pedis Pappart Shop rein und da könnt ihr euch das dann holen. So, das einmal kurz und ich setze mal die Brille auf. Ich bin jetzt am Überlegen, womit ich anfange. Also, ich mache die erstmal alle drei auf. Dann gucken wir uns die schon mal an. Gerade für diejenigen, die sich das jetzt vielleicht auch holen möchten. Ach so, und Pedi hat zu mir gesagt, sie hat nicht mehr ganz so viele da auf Lage. Das heißt, wenn ihr euch dafür entscheidet, das da bei ihr zu holen, dann müsst ihr schnell sein. Das nur am Rande, nicht, dass ihr euch dann ärgert. So, ich mache das ja einmal so, dass ich das in diesen Verpackung aufbewahre. Also ich packe das gar nicht woanders hin. Dann habe ich da, weiß ich immer auch so Beispiele, was man damit so machen kann. So. So, dann können wir nämlich auch gleich sehen, wie groß die Stanzen sind. Durch welche Stanzmaschine das auch passt. So, dann machen wir erstmal das erste auf. Das ist der Wohnwagen und dazu gibt es dann diesen tollen Stempel und ich nehme mal meine kleinste Maschine hier. Das ist die Gemini Go und da kriege ich das auch rein. Die Gemini Go hat eine Breite von 8 cm. Es gibt ja von anderen Herstellern auch kleine Maschinen, die haben meistens auch 8 cm. Also das geht da schon mal durch. So, dann packen wir mal das aus hier. So, das sehe ich so schon, dass die auch durch die kleine Maschine gehen. Das sind dann die Stanzen und die süßen Stempel. Das ist einfach ein Traum. Dann kann man sie auch als Elfe machen. Oh, das ist doch cool. Glaube ich, mache ich damit eine Karte. Ich wollte euch nur die 3Z auf alle Fälle einmal zeigen, weil sie die ja in dem Shop hat. Und dass ihr euch die dann ja da holen könnt. So, da ist jetzt drin einmal diese Standschablon. Dazu ist dann noch die
Stempel. Das ist also für Gartenparty oder für Angler. Das ist natürlich auch cool. Oh, das mache ich. Das mache ich. Ich mache eine Karte Petri Heil für Angler. Das finde ich total cool. So, und hier kann ich ja noch... Ja, was kann ich denn mit der Schablone machen? Das ist... Steht da jetzt nicht. Ach, ich denke mir mal, dass ich damit hier den Hut noch kolorieren kann in einer anderen Farbe. So, ist das so? Passt nämlich genau dahin. Und dann kann ich wahrscheinlich hier auch noch so Accessoires drauf machen. Damit werden wir jetzt arbeiten. Die anderen beiden Sets packe ich dann zur Seite. Das ist so niedlich. So, die können dann gleich wieder ins Regal. Genau, und das ist ja, genau, das ist dann der Wohnwagen und die Stanzen dazu, den finde ich auch einfach so süß. Dann kann man ihn einfach so toll gestalten, gerade für Urlaubswünsche oder für Leute, die auch einen Campingplatz haben, zum Geburtstag. Also gibt es ja viele Möglichkeiten. So, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal an mit ihm, mit dem Stempeln. Ich nehme jetzt von Action dazu. Das ist hier dieser Duo-Block, also für Twin-Marker und Aquamarker. Und wir arbeiten heute mit Aquamarkern. Und ich erkläre euch gleich so ein bisschen mit, was ich an Material benutze. Weil ihr im Live ja gesagt habt, das würdet ihr ganz gut finden. Gerade die, die vielleicht auch jetzt erstarten so ein bisschen mit dem Basteln. Dass ihr wisst, was ihr dafür braucht. Also ich will das jetzt mit Alkoholmarkern kolorieren. Das sind solche, das sind die zum Beispiel von Action. Ich finde die total gut, ich male damit ganz gerne. Dafür brauche ich jetzt ein Stempelkissen. Und zwar ein Stempelkissen, was auf Wasserbasis ist. Das heißt, dieses Stempelkissen ist genauso wie die Aquamarker mit einer Tinte, die wasserlöslich ist. Das ist ganz wichtig, wenn ihr mit Alkoholmarkern malt. So, dann habe ich zum Beispiel jetzt, um das zu öffnen, habe ich hier so ein Falzbein genommen. Und das habe ich jetzt von Crafters Companion. Die üblichen sehen eigentlich immer oft so aus. Also beide funktionieren total gut. Das ist eigentlich auch so Grundausstattung. So, dann wollen wir mal gucken. Dann werden wir mal auf alle Fälle ihn jetzt stempeln. So, das sind jetzt sogenannte Clear Stamps. Dafür braucht ihr eine glatte Unterlage. Am besten ein so ein Acrylblock. Da werden die dann rauf. Das also sind, die sind aus Silikon und Silikon klebt, also haftet, nicht klebt, sondern haftet auf so einen Stempelblock. Dann gucke ich mal, ich nehme glaube ich eine Nummer größer, weil er da nicht so ganz rauf passt. So, da braucht ihr ihn einfach nur so hinlegen. Dann werde ich ihn jetzt mit der Memento-Tinte einmal benetzen. Ich mache das von oben rauf, dass ich das so rauf tupfe. Also auch gar nicht so richtig drauf drücken, sondern einfach so ganz leicht drauf gehen. So. Ich habe hier bei mir auf dem Schreibtisch auch immer ein Paket mit diese Tücher. Ich habe hier diese Pur Water Babyfeuchttücher und damit lassen sich die Stempel immer gut anschließend reinigen. Manchmal ist das so, wenn man die Stempel ganz neu hat, dann wird der erste Stempelabdruck nicht so gut. Wir schauen mal.
ob es klappt. So, wichtig jetzt ist, wenn ihr stempelt und den Abdruck machen wollt, dass ihr nicht so hin und her macht. Dann gibt das, also wenn ihr den Stempel so habt, nicht so hin und her mit dem Block, dann gibt das einen verwaschenen Abdruck, würde ich beinahe sagen. Einfach mit den Fingern auf dem Stempelblock draufdrücken. Und wenn ihr noch nie so gestempelt habt, dann traut euch da mal ran. Stempeln macht unheimlich viel Spaß. So, der Abdruck ist gut geworden, der gefällt mir. Und jetzt wische ich den Stempel mit meinem Tuch hier wieder ab. Das geht bei wasserlöslicher Tinte total gut. Jetzt ist er wieder sauber und ich kann ihn wieder auf die Trägerfolie zurückpacken. Das würde ich euch auch raten, ihn immer wieder darauf zu machen. Und wenn er mal nicht mehr klebt, dann einfach mit Wasser einfach mal abwaschen. So mit ein bisschen Spüli und dann hinlegen und dann wieder auf die Träger, also hinlegen, bis er trocken ist, dann wieder auf die Trägerfolie und dann klebt er wieder. Genau, so. Jetzt wollen wir noch mal gucken. Jetzt brauchen wir ja auch noch irgendwie. Da hat er seine Hände, genau. Die Angel werde ich jetzt gleich dazu machen. Jetzt muss ich mal gucken mit den Standschablonen. Also es gibt jetzt die Standschablonen für die Angel und für den Gnom. Das heißt, dass ich jetzt erstmal die Angel extra stempel und das nachher zusammenbaue. Dann nehme ich wieder meinen Stempelblock. Wenn ihr so einen Stempel habt, der so ein bisschen wappelig ist, dann immer ein Tipp, einfach ihn so fallen lassen und dann aufnehmen. Dann ist er nämlich gerade. So, das werden wir jetzt auch mal benetzen. Und das mache ich dann daneben. Und dann drücke ich da wieder so überall so ein bisschen drauf. Nehme ihn ab und Stempelabdruck ist gut. Mache ich das wieder sauber und dann kann wieder auf die Trägerfolie. So. Mal gucken, was haben wir da eigentlich noch? Das passt da eigentlich auch hin. Da könnten ja so, das könnte ja jetzt so ein Topf sein, wo der Gnom seine ganzen Fische reinmacht. Jetzt so noch mal gucken, wie ich das nachher zusammensetze. Wichtig bei Stempelkissen ist immer, dass ihr die so rumlagert, also auf dem Kopf, damit die Stempelfarbe immer von oben nach unten fließt. So ist das dann immer so, dass das nicht unten noch voll ist und oben angetrocknet, sondern dass sich immer die Stempelfarbe nach unten bewegt. So, das mache ich jetzt hier noch an der Seite. Wunderbar. So, das reicht mir schon an Stempel. Wenn das gleich mal piept, oder ich mache das mal anders, ich hole mal gleich einen neuen Akku. Ist immer so unangenehm, wenn das piept, während ich drehe. So, dann ist da, bin ich damit durch und dann kann ich das schon mal wieder hier in meine Verpackung packen. Und ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. So, jetzt haben wir das ja zusammen gestempelt. Nun kann ich mir überlegen, ob ich jetzt ihm noch so eine lustige Mütze gebe. Ich glaube mal eher nicht. Vielleicht kann ich hier noch so ein... Muss ich gleich mal gucken. Jetzt werde ich ihn erstmal ein bisschen kolorieren. Da gucke ich immer ganz gerne mal so, wie das hier so ist. Aber da er ja jetzt angeln geht, mache ich nämlich so ein bisschen blaue Farben. Und hier mal gucken, ich habe hier zum Beispiel auch noch von Stamping Up so eine ganzen Aquamarker. Die benutze ich erstmal jetzt, bis sie alle sind.
So, und da fange ich, fange immer an mit der dunklen Farbe. So, da male ich mir dann das erstmal so ein bisschen dahin. Dann gehe ich mit der hellen Farbe darüber und verblende das. Also auch beim Kolorieren einfach mutig sein. Und einfach drauf los. So. Soll ich mal gucken? Das mache ich dann den. Also ich mal am liebsten mit der Pinselspitze. Da kann ich am besten mit um. So. So, genau, das finde ich schon mal gut. Dann male ich jetzt. Das male ich jetzt ein bisschen mit Gelb. So, habe ich die Mütze schon mal gemacht. Wenn ihr Actionstifte benutzt, dann ist das so, dass diese Farbe nicht immer die Farbe ist, die der Stift auch malt. Deswegen gehe ich immer erstmal hier so hin und gucke, ob die Farbe so stimmt, dass ich sie so haben möchte. Und dann male ich da alles drin. So, und das ist jetzt so ein Hautfarbenton. So. Und die Hände, die mache ich auch schon mal hautfarben. So, nun soll er ja noch eine Hose anhaben. Da gucke ich mal. Da mache ich doch mal ein bisschen grün hier. Meistens ist ja immer so die Hose, die man beim Angeln anhat, grün. Jedenfalls meine ist das. Gehe ja auch angeln. War ich zwar schon lange nicht mehr, aber die letzten Mal habe ich eigentlich immer, wenn wir in Dänemark waren, geangelt. So. Das weiß ich gar nicht, ob ich das helle jetzt benutze. Ja, wollte erst das dunkle benutzen. So. Die sehen beide fast gleich aus, ne? Aber es ist doch unterschiedlich. Einmal noch mal gucken. Grüne Apfel, dunkel. Gut. So, und einfach so also ich mache das immer so, dass ich gar nicht großartig so nachdenke. Ich lasse das einfach so fließen. Und in der Regel kommt da immer was bei raus, was ich leiden mache. Also seid da nicht so streng mit euch, wenn ihr das erste Mal mit Alkoholmarkern arbeitet. So, und dann ruhig mit der hellen Farbe in die dunkle Farbe nochmal rübergehen. Und so verblendet man das dann. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. So, und die Jacke. Ja, die muss ja auch in so einem Gelbton sein, ne? Ostfriesenherz. Beim Angeln. So.
Der mit dem hellen. Ja, das beim Stamping Up ist natürlich genial, weil die hellen und dunklen Farben dann immer alles schon zusammen sind. Das habt ihr auch bei den Stiften von Crafters. Die habe ich allerdings noch alle zu. Kann ich euch noch nicht zeigen, weil ich jetzt erstmal mit diesen anderen ganzen mal hier. Die Crafters sind das zum Beispiel so eine Tri-Blend-Stifte. Die haben dann drei verschiedene Stifte. Obwohl, den kann ich ja schon mal nehmen hier. Ja. Ich erstmal mit der dunklen Farbe hier rein. So, dann mit der mittleren. Ist natürlich genial, dass man die Stifte alle so zusammen hat. So. Und jetzt verblende ich das nochmal mit der hellsten Farbe. Die malen auch genial, diese Stifte. Also die kriegt ihr auch woanders, die sind von Spectrum Noir. Die sind wirklich richtig toll. Also wenn ihr euch mal was richtig Gutes gönnen wollt, dann kann ich euch die echt empfehlen. Und da seht ihr jetzt auch so das Ergebnis, dass da so ein bisschen Schatten ist und ein bisschen hell, ein bisschen dunkel. Und wie gesagt, denkt auch nicht so drüber nach, ich male das einfach an. So, jetzt muss der Fisch noch angemalt werden. Was nehmen wir da denn mal für eine Farben? Ach, der kann hier so Lachsfarben haben. Jetzt habe ich doch die andere Spitze. Gucken. Ja, ich habe immer die Neigung, dass ich damit übermale. Das mache ich bei der Pinselspitze witzigerweise nicht. So. Und der Kopf wird dann mit der dunklen Farbe. So, jetzt muss ich noch den anmalen und den mache ich auch in Brauntönen. Ja, und dann nehme ich jetzt mal zwei von Action und da gucke ich jetzt mal, ob die so ein bisschen zusammenpassen. So, mache ich mal den und den. Ja, die sind fast gleich. Da will ich mal gucken, ob ich noch einen etwas helleren kriege. Ne, der ist sogar noch dunkler. Ja, und so probiere ich das hier bei mir aus. Ja, das gefällt mir. Diese beiden Töne werde ich nehmen. So. Also wie gesagt, malen tun die super gut von Action. Ich habe jetzt bis jetzt auch immer das Glück gehabt, dass ich noch keinen hatte, der eingetrocknet war. Bei mir haben alle gemalt, die ich bis jetzt in der Hand gehabt habe. Und wie gesagt, ich male am liebsten mit der Pinselspitze. Aber das probiert einfach aus, was für euch am besten ist, womit ihr am besten umkommt. Da ist ja auch jeder ein bisschen anders gestrickt. Und das ist ja auch gut so. So. Wichtig ist immer wieder ordentlich zumachen. So. Ja, das gefällt mir von den Farben ganz gut. Und das macht auch ganz viel Spaß. Ihr könnt zum Beispiel auch so mit Bilderbüchern anfangen, die etwas dickeres Papier haben und da erstmal so ein bisschen kolorieren. Könnt das ausschneiden und auch ganz toll benutzen. So, jetzt wollte ich aber, war ich am Überlegen, hier nochmal so einen Anker zu setzen. Und dafür bräuchte ich jetzt eigentlich so ein dunkel
Blau. Ich nehme da jetzt so einen Aquamarker. Nee, so ein Twin-Marker, also Alkoholmarker. Ich hoffe, dass das geht hier. Ja, ist jetzt ein bisschen verschwommen, aber dann hat er eben halt ein anderes Muster drauf. Ihr wisst ja, ich sage ja immer, es gibt kein Falsch, ne? So, Alkoholmarker, das ist, lässt sich natürlich ganz schwer damit wieder abwischen, aber dann nehme ich immer mein Stess-On hier. Das ist so ein Stess-On-Reiniger für Stempelkissen mit auf Alkoholbasis. Und damit kann man dann auch sowas wieder gut sauber machen. So, okay. Somit ist sie auch sauber. Das muss man dann mit einer anderen Technik machen. So, gut, dann haben wir das jetzt koloriert und da habe ich jetzt immer noch so einen kleinen Trick. Ich nehme immer hier so einen Kreidemarker und mache hier nochmal so kleine Striche. Sind dann so Lichtpunkte und dann sieht das dann noch ein bisschen realistischer aus. So, ach, hier kommen auch nochmal so zwei Lichtpunkte setzen. So, das haben wir jetzt soweit fertig. Und jetzt können wir das ausstanzen. Dafür schneide ich mir das erstmal auf diese Größe zurecht. Falsche Schere. So, und dann kommt das jetzt durch meine Stanzmaschine. Ich nehme dafür jetzt die Go. Dafür brauche ich die Metallplatte, also die Magnetmatte, den Plastikmatte und die zwei Schneidematten. So, dann lege ich mir das jetzt auf die Schneidematte. Mal gucken. Das muss ich gleich noch mal extra machen. So, nehme mir hier die Schablone ab. Und ich mache das auch so, dass ich das ein bisschen fixiere. Da geht auch Washi-Tape ganz gut. So, und jetzt versuche ich das so genau wie möglich da drauf zu legen. Und dann mache ich sie ein bisschen fest. Hier unten auch. So, da brauchen wir den hier. Müsste reichen. Dann kommt die Plastikmatte da drauf, die Magnetmatte, die andere Schneidematte und dann geht das einmal durch die Go. Sie ist ein bisschen lauter, die Go, aber das ist auch normal. Es ist eine elektrische Stanz- und Prägemaschine von Germany. Genau, dann habe ich schon mal ihn ausgestanzt und auch sein Fangturm. Könnt ihr schon mal wieder zurück. Und wie gesagt, ich behalte das immer hier so auf diesen Pappen auch drauf. Und wenn das Klebeband mal irgendwann nicht mehr klebt, dann mache ich einfach neues doppelseitiges Klebeband drauf.
Und so hat man die immer sortiert und vor allem weiß man auch immer, ob alle da sind. So, jetzt will ich ja noch mal die Angel machen. So. So wie auch genau wie möglich. So, dann wieder das gleiche. Plastikmatte, Magnetmatte und die Schneidematte. Und wieder durch. Klebestreifen, den klebe ich mir hier immer hin, weil den kann ich öfters benutzen. So, und die Angel ist jetzt auch fertig und jetzt kann ich ihn praktisch dann auch zusammensetzen. So, damit ist das süße Motiv schon mal fertig und die Gemini kann zur Seite. Das kann auch zur Seite. Und dann mache ich jetzt die Karte dazu. So, dafür nehme ich mir den Cardstock von Action und zwar diesen und suche mir da jetzt erstmal eine weiße Farbe raus, das nehme ich als Grundkarte. So, diese Karte muss jetzt einmal gefaltet werden und ich habe zum Beispiel so ein Prägeboard, das ist auch von Crafters. Ihr könnt aber auch jedes andere Prägeboard nehmen. Was hier vom Vorteil ist, dass ich hier sehe, wo ich A5 falzen muss, damit ich genau die Mitte treffe. Und da muss ich jetzt mal gucken, genau so rum. So, dann gibt es dann die Prägewerkzeuge dazu. Und dann gucke ich jetzt, das ist halb A5. Also muss ich das hier machen. Der Vorteil ist, wenn ihr die Karte einmal die Linie prägt, wenn ihr noch gar nichts zu Hause habt, dann könnt ihr das auch ausmessen und also solche Teile sind immer gut, wenn ihr sowas als Grund habt mit solchen Kugeln. Die gibt es auch mit Kleinkugeln. Ich habe jetzt gar keinen da mit einer ganz kleinen Kugel, oder? Warte mal kurz. Nee. Hier ist zum Beispiel ist eine kleinere Kugel und die gibt es eben halt auch, die gibt es von allen möglichen Herstellern. Und ihr müsst dann praktisch so eine haben mit einer kleinen Kugel. Dann könnt ihr euch ausmessen, wo die Mitte ist. Und dann könnt ihr auf eine weiche Unterlage mit einem Lineal auch so eine Prägelinie machen. Falls ihr jetzt zu Hause noch kein Prägeboard habt, da könnt ihr, wie gesagt, jedes andere Prägeboard auch nehmen. Ihr müsst euch dann nur ausmessen, wo ihr sie falten müsst. So, dann kann ich sie falten. Und dafür benutze ich jetzt zum Beispiel auch wieder so ein Falzbein und gehe damit rüber. So, das geht mit so einem Falzbein ganz genauso. Dann nehmt ihr dann die Spitze und macht das dann damit. Und dann habt ihr eine gut gefaltete Karte und diese Falzlinie ist deswegen so wichtig, weil ihr, wenn ihr Papier habt, was so ein bisschen problematisch ist, dann kann das sein, wenn ihr das einfach nur so macht, also wenn ihr das nur einfach so macht und das dann so prägt, dass dann
das hier oben reißt, dass ihr keine schöne Kante habt. So, das soll ja jetzt hier so rauf. Und so sieht es natürlich jetzt ein bisschen langweilig aus, wenn man das jetzt nur so macht. Deswegen schneide ich jetzt noch Papiere zurecht. Da suche ich mir jetzt noch mal welche aus, die mir gut gefallen. Also das Braun passt da auf alle Fälle auch zu. Und dann gucke ich mal. Ja, Blau würde natürlich auch gut passen. Dann lege ich mir das gleich mal rauf. Und so Blau und Braun finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd zusammen. Ich muss mal gucken. Also Blau finde ich schon mal total gut. Aber dann nehme ich nicht Braun dazu. Gucken. Dann nehme ich diese beiden Blautöne. Genau, nämlich diese beiden Blautöne. Das finde ich passt so als Mattung gut zusammen. So, und dann gucke ich jetzt, wo passt mir das besser rauf. Hier. Oder vielleicht lieber hier. Und ich finde doch, dass das Helle eigentlich ganz gut aussieht. So, nun gucke ich, wie groß meine Karte ist. Dementsprechend mache ich jetzt die Mattung. Das heißt, ich schreibe mir das auch immer auf, dann habe ich das aus dem Kopf raus und dann gucke ich. Also, die Karte ist breit 10,5 und lang ist sie nicht ganz 15. Genau, das finde ich jetzt nicht so schön. Ich werde sie mir jetzt auf 14,5 schneiden. Das hat den Vorteil, dass die Mattung einfacher zu machen ist. Gut ist, wenn ihr auch am Anfang so ein Schneideboard habt. Das braucht ihr eigentlich fast immer, wenn ihr Grußkarten machen möchtet. So, und ich lege das jetzt hier an. Ich mache die lieber noch mal auf, dann geht das besser. Lege sie an bei 14,5 und schneide das kleine Stück jetzt hier ab. So. Und das hat den Vorteil, dass ich die Mattung jetzt einfacher ausrechnen kann. Ich habe jetzt eine Karte von 10,5 mal 14,5. Und die erste Mattung mache ich 0,5 cm weniger. Das heißt, ups, wieder rein hier. Die ist dann 10 mal 14 cm. Und dann hat man keine krummen Zahlen. So, die erste Mattung nehme ich dann hier. Da mache ich dann 14 cm. Oder ich mache erstmal hier 10 cm. Dann habe ich hier noch ein großes Stück über. Mal 14 cm. So, dann ist die Mattung nämlich genau rundherum 0,5 cm kleiner. So, die zweite Mattung mache ich nochmal 0,5 cm kleiner, das heißt 9,5 mal 13,5. Und dann hat man keine krummen Zahlen, deswegen habe ich am Anfang das abgeschnitten. So, dann gucke ich 9,5 mal 13,5. Das ist dann die zweite Mattung. So, dann kann das so rauf und das so rauf und dann kann das so rauf. So. Das packe ich schon einmal kurz weg. Und jetzt habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, ich brieche das noch. Dafür nehme ich mir jetzt einfach eine Prägeschablone. Da muss ich mal gucken, ob ich gleich mal eine finde hier. Die passt.
großen. Ich habe hier irgendwo eine. So. Nee, das war die nicht. Ich wollte noch eine andere haben. So, diese nehme ich hier. Die finde ich ganz schick. Da werde ich jetzt die oberste Mattung einmal mit prägen. Das heißt, das ist ein Prägefolder. Den macht man so auf und legt da dann das Papier rein. Dann macht man ihn wieder zu und dann korbelt man ihn durch eine Stanz- und Prägemaschine. Ich habe jetzt hier meine Gemini Medi. Eine Kurbelmaschine und jetzt habe ich das geprägt und nun seht ihr, dass das richtig viel Prägung hat und das ist einfach viel interessanter, als wenn das da so ohne Prägung drauf ist. So, dann kann ich den Präger schon mal wieder wegpacken. Das mache ich hier immer gleich, weil ich hier nicht so einen riesigen Basteltisch habe, damit ich immer wieder Platz zum Basteln habe. So. So, und jetzt setze ich die Mattung schon mal da drauf. Dafür nehme ich jetzt Flüssigkleber. Ihr könnt aber auch jeden anderen Kleber nehmen. Ich habe immer den von Action, den Alleskleber, weil der auch alles klebt. Und der Vorteil ist, wenn ihr Flüssigklebe nehmt, dass ihr immer noch mal ein bisschen schieben könnt, bis ihr sagt, so gefällt euch das gut. So, und genauso mache ich das jetzt mit diesem. So. Und da kommt er auch rauf. Und wie ihr seht, ist das richtig, sieht das schon richtig schön aus. So, und das jetzt hier möchte ich ja da drauf haben, aber ich möchte das nicht so platt haben. Das heißt, dafür nehme ich nochmal mein Falzbein und ich gehe da hinten so ein bisschen rum. Dadurch welle ich ihn so ein bisschen und er kriegt praktisch so ein bisschen Form. Und dadurch sieht er einfach ein bisschen plastischer aus. Nun nehme ich so ein doppelseitiges Klebeband. Das mache ich jetzt hinten drauf. Dafür ist immer gut, wenn ihr eine beschichtete Schere habt. Kauft euch da ruhig eine günstige, weil ich festgestellt habe, meine günstige ist viel besser als die ganz teure. Da muss so eine Beschichtung drauf sein, weil auf den normalen Scheren klebt das nämlich wie Hulle. So, jetzt bin ich mal so am Überlegen. Nö, da kann ruhig noch eine Schicht drauf. Das heißt, ich nehme einmal die Schicht ab hier und mache hier noch mal so eine Schicht drauf. So. Und jetzt setze ich ihn, hier oben drauf, weil hier unten möchte ich noch so ein Schild hier machen. So, ach, ich finde ihn so süß, so süß. So, und jetzt soll ja hier die Angel, und die Angel kann ja ruhig hier so lose hängen. Ne, das finde ich ganz cool, und die klebe ich jetzt da so direkt drauf. So, und der soll auch ein bisschen erhöht sein, also gehe ich da auch ein bisschen mit dem Falzbein so rum, dass ich das so ein bisschen mache. Und der soll aber nicht so hoch sein wie der Knoten, deswegen mache ich da nur so ein Stück drauf. Das ist auch das doppelseitige Klebeband von Action.
Damit bin ich sehr zufrieden und das ist schön, dass man das in die Größe schneiden kann, die man braucht. Dieses ist so ein Tool von Crafters. Das gibt das so im Doppelpack. Das sieht so aus. Und das ist, nennt sich Pocket Tool. Und da ist so eine Spitze dran. Und hier hinten ist praktisch so, das ist nur zum Greifen. Ne, da ist also keine Funktion. Und vorne hat das so eine Spitze. Und mit dieser Spitze bekommt man nämlich wunderbar das Kleber, die Trägerfolie von der Kleber ab. So, dann kommt der mal hier so hin. So, und jetzt will ich noch ein Schild haben. Und dafür nehme ich mir jetzt noch mal so ein bisschen von dem Papier und jetzt muss ich noch mal gucken, wie war denn das jetzt hier? Petri, wird das mit Y oder mit I geschrieben? Mit I. Mit I? Ja. Petri Heil. So. Muss ich doch direkt mal so. Und das will ich mir jetzt hier raufschreiben, weil ich habe keinen Stempel. So, dann nehme ich mir dafür einen dünnen schwarzen Stift. Hier habe ich so einen dünnen schönen Feinliner. Der ist beinahe ein bisschen zu fein. Wir schauen mal, wie das aussieht. Ich gucke mal, ob ich das so einigermaßen gut schreiben kann. Ich glaube, das kann man durchgehen lassen. Petri Heil. Hätte auch ein bisschen dickeren Stift machen können, aber ich lasse das jetzt so. So, und das schneide ich mir jetzt aus. Dafür hole ich wieder meinen Schneider. So. Genau. Das mache ich jetzt so, dass ich das jetzt einmal abrunde. Dafür nehme ich auch den Action-Stanzer. Den gibt das immer bei Action ab und an mit einem Prägeboard dazu. Ein kleines Prägeboard, womit man auch Umschläge machen kann. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und das setze ich jetzt hier auf. Also ich mache das immer so, dass ich das gar nicht jetzt großartig ausmesse, sondern ich setze das jetzt da drauf und dann schneide ich das auch nochmal ab und meistens kommt das so einigermaßen gut hin. Ach so, das hatte ich ja jetzt hier. Kann ich mich so ein bisschen an diese Linie orientieren. Ja, das sieht doch gut aus. Pi mal Daumen. So, das wird jetzt auch wieder gestanzt. So. Und
das setze ich jetzt hier so mit drauf. Und das mache ich jetzt auch wieder mit Abstandsband. So kommt das hier raus. Und jetzt mache ich noch ein paar Steine drauf. Ich hoffe, dass die einzeln sind. Die habe ich von Teddy. So. Mal sehen, ob die einzeln sind. Ja. So, da setze ich denn hier so Steine drauf. Und ich mache hier oben noch so drei Stück. Einen etwas kleineren und ich glaube, der ist noch kleiner. So, genau. Und dann ganz zum Schluss, das mache ich immer, weil ich finde, dann ist die Karte noch ein bisschen interessanter. Und zwar in der Mitte mache ich noch einmal so ein Schüsslerwing. Das heißt, ich mache sie auf und gehe einfach hier so mit meinem Stift hier einmal rundherum. So, und dann ist sie nämlich gleich so ein bisschen interessanter. So, und somit ist meine Petri High Karte fertig und ich finde, sie ist doch ganz schön geworden und ich hoffe, ihr habt Lust, sowas nachzubasteln. Traut euch! So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, ganz liebe Grüße, bleibt gesund, Andrea aus der Basteloase.